Dieses vierte Gebiet bringt mich nochmal ins Grab. Beziehungsweise es war schon ein nasses Grab für viele tapfere Pigmentkrieger, die ihr Leben lassen mussten im Kampf gegen feindliche Kreaturen. Aber viele haben wir schon besiegt. Und wir können jetzt erstmal ranklotzen und ein paar Raumschiffteile mehr an Land ziehen. Vier Stück haben wir schon. Und ja, wir gucken einfach mal auf die Karte. Auch wenn ich wüsste, wo Schlangen will, aber einfach zur Orientierung. Und auch für euch, dass wir die eine Seite halt schon relativ gelöst haben. Also die hier, da müssen wir nicht mehr hin. Nämlich nur noch hier sechs Stück. Nee, das wird in einem Part, wird das garantiert nichts mehr. Aber wir tun unser Bestes. Ja, das sind auch wirklich knifflige Teilchen. Warum habe ich denn jetzt nur rote geholt? Weil ich noch im Kampfmodus bin. Ja, da geht einiges ab. Also kommt mal her, gewackelt. Ich glaube, ich muss mal den V-Mode bald neu kalibrieren. So, schwurbdiwurb. Ja, es ist sehr... Ach, hier gelbe. Ah, da war was. Von mir aus können ein paar hier rumrupfen, aber ich kann... Kein Problem damit, solange nicht nur einer dran nuckelt. Sondern hier 800, genau. Gut. Haben wir einige Blütenpigmen, die gleich ertaufen werden. Es war eine weise Entscheidung, wie ihr seht. Schwupp! Alle dran! Tötet ihn! Der hat echt... Guck, wie viel hat denn der gefressen? Fast 30! Mit nur einem Happen, der hat doch nur einmal zugehauen. Der hat vielleicht einen Kiefer. Boah, da soll man nicht so viel kriegen. Wir gehen jetzt hier rein. Wow! Olimar ist... Ja, da ist noch ein blauer dabei. Entschuldigung. Olimar ist ja in dem Teil leider noch nicht geschützt. Das ist er ja erst in... Ups, du machst nichts. Ja. Ah, ran, 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 komm schon. Voll auf den Hintern. Ah, fast mit einmal. Aber wirklich fast. Ja, nur noch ein Fitzelchen. Nur noch ein Kraftpunkt quasi. Also sag mal ruckzuck. Und es gibt ein Raumschiffteil. Ich habe meinen Bugsprite wieder. Bugsprite. Wenn ich dieses Teil anbringe, wird mein Schiff bestimmt etwas von seinen alten Eleganz zurückgewinnen. Ja, alles mitnehmen. Ja, weißt du was? Wir müssen echt nicht mehr. Ach, guck mal, diese Dummköpfe. Ja, dann macht. Die wollen das Teil nämlich hier runterbringen. Aber das haben wir eigentlich schnell erledigt. Bin ich jetzt mal nicht so am Upragen. Trotzdem. Ja, und hier ist einfach nichts. Hier bekommt man im Pigment 2 die gelben Pigment. Da ist hier so ein Baum. Warum? Tja, weil Baum. Und dann ist das so. 71. Ich hol mal einen Nachschub, oder? Ich hol mal noch blaue. Nee. So, ja, 30 Tier mit einem Haps. Sag mal. Ja, wenigstens satt in den Tod. Miau. Ich hab gehört, die sind schon fertig da. Mal sehen, ob ihr wirklich fertig seid. Jetzt geben wir eine kleine Abkürzung. Hier ist noch so ein Blasebalg. Ach, jetzt... Don't make a bullshit with me. Mann, ich muss die bekämpfen. Die nerven auch sonst. Der ist weg. Der ist weg. Alter. Great. Great job, boys. Könnt ihr... Die verstehen das echt nicht. So, danke. Ich kann ja außen rumlaufen hier. Aber man kann halt nichts transportieren. Das kriegen wir schnell. Da hinten noch. Da sind noch Bomben, aber das ist kein Problem. Wir haben schließlich alles auf. Schwuppdiwupp. Ich hol mal die da.
Warum auch immer die sich jetzt hier rein gefriemelt haben. Epic. Ach, da seid ihr schlau genug, ne? Ja, ja. Die Spinne lassen wir da liegen. Zu viel Aufwand. Dürft jetzt nur nicht vom Blasebalg erwischt werden. Ich kümmere mich um den. Bleib schön an Land. Sonst wäre das allerhand. Oh, ja, genau. Echt mal. Kaum einen erwischt. Das solltest du noch üben. Du wirst nur keine Gelegenheit mehr dazu haben. Was? Ich dachte, er ist weg. Ich dachte, er ist weg vom Fenster. Falsch gedacht. Ja, kannst behalten. Ist mir egal, was du da noch tropfst. Kannst behalten, Junge. Mach mal das hier auf. Braucht man, glaube ich, nicht zwingend, aber mach halt. Ich gehe derweil ans Raumschiff. Heile mich auch. Weil mich das Geräusch einfach nervt. Und hole diese Pikmin. Die gerade das fünftletzte Raumschiffteil in diesem Spiel gebracht haben. Den Bugspriet, das sogenannte Gesicht des Dolphins. Ich habe es selbst entworfen. Ich habe... Nee, es war das sechstletzte. Hier sind... Okay, ja, stimmt, ist in Ordnung. 24 gefunden. Nee, es war das siebtletzte. Ach, ich komme durcheinander. Tu dein Gehirn nicht so überstrapazieren. So, jetzt kommen wir jetzt... Ah, ich wollte mich heilen. Das machen wir auch. Let's do this, do this, do this, do this. Einfach ein bisschen heilen. Aufpassen, dass sie nicht hängen bleiben. Da wollen die wieder ein bisschen klüppeln. Wir sind aber nicht Peter Klüppel und gehen deswegen weiter. Aber der kommt, glaube ich, an Land. Das ist jetzt nicht das Problem. Komm, duellier dich doch. Zeit für ein Duell. Schön, dass du an Land bleibst. Nicht schön, dass du meine Pikmin tötest. Na kommt. Jawohl. Der ist Geschichte. Und 18 Pikmin auch. Gibt der von der Seite aus Mühe? Ah, da ist noch... Ja. Das Froschgesicht müssen wir auch erledigen. Vorher sollten wir das hier nicht auffriemeln wollen. Ja, ja. Ja, ja. Na, Olimar. Stimmst du mir doch zu? Ja, von mir aus macht. Macht halt. Komm her. Eigentlich lieber nicht. Eigentlich wegbleiben, aber... Ich weiß, dass du herkommen wirst. Jetzt hätte ich auch mit den Roten kämpfen können. Ah, ist mir zu nah am Wasser. Mit gelben Pikmin könnte man den direkt in der Luft wieder abfangen. Wäre sicher auch ein interessanter Ansatz. Dass es jetzt ein bisschen länger dauert, den zu bashen, liegt einfach an der Tatsache, dass die Blauen nicht so kräftig sind. Wie die Roten. Ein Einzelner tanzte auf seine Birne rum. Und killt ihn. Aufmachen. So viele Rote brauchen wir jetzt nicht mehr. Eigentlich nur noch Blaue. Ihr könnt zurückspazieren. Pikmin Jack. So, weiß nicht. Das da wird auch ein Dilemma.
Eigentlich wird es wieder relativ knapp. Man hätte... Ah, das da können wir noch machen. Das ist eine gute Idee. Das da haben wir noch gar nicht da. Das machen wir noch. Ja, also glasklare Angelegenheit. Ich brauche 15 Tage. Weil wir an Tag 14... was will ich denn hier jetzt? Rein damit. An Tag 14... Ja, wir bräuchten vielleicht noch Roger, oder? Bisschen knapp ist es. Was hat der denn da vor? Legst einen ganz schön weiten Weg zurück. Na, auf den warte ich jetzt nicht. Fuck off. Irgendwo ist meine Geduld auch erschöpft. Doch, doch. 15 Tage werden's. Zweifelsohne. Ja, dann halt. Blub. Schwuppdiwubi. Ne, das machen wir jetzt noch nicht. Da empfehlen sich sowieso gelbe. Platsch, platsch, platsch. Boah, ich hoffe nur, dass ich mich halbwegs gut anstelle bei dem letzten Boss. Weil ich ja nur knapp 100 rote Pikmin habe, also... Muss es in einer Fuhre schaffen. Wo besser mit einer Taktik, die ich noch nie probiert habe. So, alle dran arbeiten. Zusammen seid ihr stark. Ich mach das strack. Ach, da ist auch noch was. Das ist ja billig. Aber wisst ihr was? Billig. Billig. Nicht bewacht. Höchstens zwei Käfer jetzt. Noch nicht mal das. Endlich, mein Pilotensitz. Habe ich erst eingebaut. Sieht mein Cockpit bestimmt wieder wie neu aus. Mit jedem Teil, das ich finde, erinnert mich der Dolphin mehr und mehr an meinen Dolphin. Ach ja, der Dolphin und ich. Schön. Viel mehr als 25 sollen jetzt auch nicht dran. Perfekt. 73 habe ich jetzt noch. Sieht gar nicht so aus. Sieht ja gar nicht so aus. Naja, wenn nicht alle so blöd sind. Mein Zirconium-Rotor besteht aus rostfreiem Zirconium, aus dem viele Teile eines Raumschiffs gemacht sind. Der Einbau hat eine Stange Geld gekostet und ich hatte den Verdacht, dass der Mechaniker mich übers Ohr gehauen hat. Tja, ey, finde ich schon geil gemacht, die ganzen Dialoge. Schon liebevoll. Auch wenn es einfach nur irgendwelche crazy Teile sind, bekommen die irgendeinen crazy Namen. So, das sind die beiden. Die werden abtransportiert. Dann nur noch zwei da finden. Achso, und da ganz vorne. Ah, hier sind Käfer. Das lassen wir mal bleiben. Was ist denn mit euch los? Hör mal auf da. Hör mal auf da! Ich glaube, es hackt. Ich lasse dich jetzt auch leben, okay? Lerne das Leben zu schätzen. Du hast eine zweite Chance erhalten. So. Wir könnten ja noch entweder rote Pikmin züchten. Wir holen das Teil zumindest runter. Das wär's. Drunter holen gesagt. So. Obwohl, ich weiß nicht, wie viele wir da brauchen. Nee, das waren nicht mehr als 20. Ich glaube, das waren sogar nur 15. Einer noch. Zumindest runter. Dann brauchen die anderen es am nächsten Tag nur noch wegtragen. Oder es waren 25. Natürlich wieder sehr knapp. Ich versuche jede Sekunde auszureizen, ey. Eigentlich ist das, was ich jetzt vorhabe, blöd. Die Zeit ist zu knapp. Die Zeit ist einfach zu knapp. Da kommt das letzte Teil. Wir sollten uns eher darauf konzentrieren, dass die hier
hinne machen. Schon geht's schneller. Tja, das sind halt keine Muskeln hier in den wappligen Ärmchen. Ihr seid arme Säue. Da fehlen nur noch 3 Raumschiffteile, die nicht so schwer sein sollten. Vorausgesetzt, die Gegner, die besiegten Gegner sind noch alle tot. Aber ich denke schon. Pilotensitz, wenn ich mir in... Was? Wenn ich mir den im Cockpit vorstelle, so fühlt sich mein geplagtes Hirn mit Bildern von mir, wie ich starte. Welch eine Inspiration! Ich habe 26 Teile gefunden. Wenn ich nur noch 3 finden würde, könnte ich die Leistung meines Schiffes erhöhen. Träum weiter. Ach, das wird ja jetzt eh nichts zeitlich mehr. Ja, das sind die letzten beiden. Der ist schnell geholt und die da hinten... Nicht so. Aber für einen kompletten Tag reicht's. Da jumpen wir jetzt zum Sonnenuntergang und freuen uns eine Runde. Dass wir es so schnell und fleißig geschafft haben. Und die gelben Pikmin haben wir jetzt aus ihrem Schlaf gestört und jetzt dürfen sie wieder schlafen gehen. Doch, das Raumschiff sieht schon gut aus. Das würde auch jetzt schon starten, das würde klappen. Aber 100% alle. 100%. 100%. 13 Tage seit Absturz. Würde ich doch nur 4 weitere Teile finden, dann könnte ich den Dolphin vollständig reparieren. Aber die Zeit wird knapp, ich darf in meiner Suche nicht nachlassen. Ich werde nicht aufgeben. Sicherlich sind einige Teile nicht wichtig. Ich sehe schon die freudigen Gesichter meiner Familie. Doch, wenn wir es dann in Hälfte der Zeit schaffen, ist es gut. Also wir hätten nur halb so viel Zeit gebraucht wie letztendlich. Wenn alles glatt geht, das wird auf jeden Fall noch spannend. Oh ja. Deswegen nicht den vorletzten Part verpassen. Daumen hoch und bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao.